Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Ich habe gute Laune. Und ich habe heute mal wieder einen Champion ausgepackt, den ich seit 1910, kurz nach dem Mauerfall, als die Aliens die Erde bewuchert haben, gespielt haben. Und zwar Zed. Ja, damals habe ich actually relativ viel Zed gespielt. Jetzt aber wieder überhaupt gar nicht. Also wirklich, ne? Wie gesagt, seit dem Mauerfall. Und ja, keine Ahnung, ich habe mal wieder gedacht, ja, warum nicht? Ja, das heißt folgendes, Leute. Es kann sein, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mein Set ist komplett Müll, oder ich bin einfach eine insane Zerstörmaschine. Also, weiß man, na, geht weg. Gut, geht, okay, danke. Also ja, hier oben ist Wei. Oh Gott, okay, dann gehen wir mal im Shoppen. Ja, müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ich habe mal auch überlegt, ob wir irgendwas Trolliges spielen, Glacial Zed oder so. Aber dann habe ich mir darum gesagt, Tobi, ne, das letzte Mal, als du Zed gespielt hast, ist so lange her. Willst du jetzt wirklich direkt trollen? Ja, eigentlich schon. Aber ja, jetzt ist zu spät. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr noch Bock darauf habt oder nicht. Ja, mir kommt es auf jeden Fall so vor, ich habe noch nicht geguckt, als wenn er keine Armor hat, hat er tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass es vielleicht Brand Midland ist und Z-Support. Ist ja ein sehr, sehr beliebtes Ding, Z-Support. Wird oft in Südostafrika gespielt. Aber ja, Sachamoi sage ich da immer. Komm schon! Oh Mann, er dreht einfach wieder um. Er hat mich gekorbt. Why? Okay, wir wollen unsere Ding haben, unsere E, genau die. Und jetzt können wir quasi so ein bisschen immer Poki-Poki machen. Wenn er rankommt... Dann, ich habe keinen Conker. Conker wäre cool gewesen, aber, am besten ist, wenn wir immer so ein bisschen warten, bis er seine Spells raus hat. Ich glaube, wir müssen auch gegen Veigar irgendwas Magieresistenz-Technisches bauen, weil Veigar, ich werde sonst komplett bis zum Jupiter tilten. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also so überhaupt gar keinen Bock drauf. Der Cage ist raus, das ist sehr gut, der Jungler geht weg, das heißt, wir könnten jetzt engagen, wenn er hier den Fernkampf haben will. Cage müsste, okay, ja, schade, ich dachte, ich kann ihn vielleicht klauen. Na gut, naja, er benutzt hier kräftig seine Spells, hat natürlich ein paar mehr CS, klar, er Teleport. Dafür hat er jetzt aber, er hat auch ein Mana-Fucking-Kristall. Okay, also das ist gut, wir tun so, als würde ich sie nicht sehen. Na, viele Leute würden jetzt sie disrespekten oder irgendwie sowas, aber wir tun so, als würde ich sie nicht sehen und ich könnte ihn jederzeit engagen. Und ich inte, oh Gott, kommt schon, oh, gebaitet. Der Grund dafür ist, ganz einfach, dass sie jetzt sau viel Zeit verschwendet hat. Sie hat super viel Zeit auf meiner Lane verschwendet. Das heißt, sie war zum einen nicht auf anderen Lanes und sie hat nicht gefarmt. Rein theoretisch hat mein Jungler das Potenzial hätte nutzen können. Er ist leider immer noch Level 3, aber naja, Theorie und Praxis sind manchmal weit entfernt voneinander. So, ich sehe natürlich, weil ich Map Awareness Main bin. Allerdings weiß ich nicht. Veigar geht gerade back. Allerdings müssen wir jetzt gucken, weil Botlane ist low und hat wenig Mana. Im Zweifel muss er den droppen. Also da kann ich nichts machen. Dieses Ward sollten wir entfernen, aber das machen wir nachher, wenn wir ihn aus der Lane drücken, weil er hat kein Mana mehr, der Tiger wurmt. Ich muss ihn jetzt auch mal wieder fighten ein bisschen, ne? Das war jetzt ein bisschen schwierig die letzten Zeiten. Guck mal, er übernimmt das sogar für mich. Sehr, sehr beautiful. Ich glaube nicht, dass er schon shoppen geht. Wir wollen auch nicht, dass er shoppen geht, weil er hat kein Mana. Das heißt, er könnte nicht mehr aufstecken. Er wird die Wave so oder so noch nehmen jetzt, denke ich mal. Gehe ich mal sehr stark von aus. Mayo-Wurf. Na, okay, der ist nicht gut, Leute. Den sollten wir nicht benutzen. Am besten ist es immer, wenn ihr WE macht, dann ist der Gegner schön geslowt. Die Frage ist jetzt halt, wir gucken erstmal so ein bisschen, ob er bleibt. Er bleibt auf jeden Fall noch. Der will diese Wave hier annehmen. Deswegen lassen wir uns so viel Zeit wie möglich. Oder er ist jetzt backgegangen, um... Ne, ich glaube, er teleportiert sogar weiter hinten. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht lesen, Leute. Ich habe meine Tarotkarten nicht dabei. Okay, ich dachte kurz, es wäre, aber das ist er nicht. Das ist er nicht. Mach jetzt kein Auge hier. So, ich würde sagen, wir gehen auch fix einkaufen. Gutes W. Problem ist, die Wave steht eigentlich so bad. Ich hoffe, sie macht jetzt hier kein Auge, aber sie pusht die Wave zum Glück ein bisschen entgegen. Das ist ganz gut, das kommt uns sehr zurecht. So, es ist okay. Ja, es geht. Aber er wird jetzt eh gleich farmen. So, was müssen wir beachten? Man sollte sich bei Zed, finde ich, immer vorher so ein bisschen, eigentlich mit jedem Champ so. Hey, was wird passieren? Wenn ich ihm mit W E engage, wird er cagen. Da wird er aus dem Cage rauslaufen. Und dann ulte ich ihn einfach. As simple as that. So wird es funktionieren.
Ich könnte auch mit Ult engagen, dann caged er und dann gehe ich mit der W rüber. Wir haben hier mit Z viele Möglichkeiten. Wir wollen ihn erstmal poken und... Oh, er ist schon Level 6. Ich glaube, mit Ignite hätte ich ihn fast schon, aber wir sind noch kein Level 6. Kam da nicht mehr hinterher. Mit Flash, dies, das. Ne, aber ist gut, war ein guter Trade. Er hat immer noch keine Armor, Leute. Man kann sich nicht beschweren, dass Assassinen zu stark sind, wenn man keine Armor kauft. Ne, also kann man schon, aber wer wird euch ernst nehmen? Wer wird euch ernst nehmen? So, wir können jetzt also, wir könnten W-Ult machen. Ich glaube, das reicht, Leute. Wir machen W-Ult. Wir machen W-Ult. Bis der Cage greift, ist er, glaube ich, tot. Wir probieren es aus. Manchmal muss man Dinge ausprobieren. Aber er pottet auch noch wie so ein Lord. Aber er müsste ziemlich viel Schaden bekommen. Ja, es passt. So. Zack. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Das Beste, was wir machen können, ist pushen, weil wir haben keine Ult. Zack. Wir haben nämlich keine Ult. Kein Ultimate. Slip. Slip, 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 slip. Gedreht. Schön. Schön, 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 schön. Komm, eine Platte geht. Na, Platten sind ja leider nicht mehr so worthy wie damals. Macht mich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, aber... Leben ist hart. Sollen wir vielleicht mal Mobi-Boot-Set gehen? Sollen wir mal Roaming-Turbo-Bahn-Card-Set spielen? Wäre auch eine coole Idee. Ich habe leider keinen Predator. Predator wäre noch cool gewesen. Aber Bahn-Card-Set würde ich mich eventuell sogar bei sehen. Komm schon, treff beide. Ah, zu dünn. So, Drängen ging an die Gegners. Das gefällt mir natürlich nicht. Wir haben jetzt Draktarblade ready. Ich würde sagen, wir machen Draktarblade. Und sollen wir Mobi-Boots mal probieren? Wir könnten halt Roaming-Star, Mobi, Rengan. So, wir machen erstmal das Ding fertig. So, schön. Nee, komm. Lass mal direkt rennen. Lass mal rennen, Leute. Nur wer schnell ist, kann runterrennen. Das ist meine Devise. So. Ist leider eine Lüge, man kann auch langsam runterrennen. Gut, wir haben natürlich jetzt kein Damage gekauft und keinen Platz für ein weiteres Schwert. Ist ein bisschen traurig, aber ich sag mal so, ich bin stark genug. Ich glaube, ich brauche nur irgendwo hingehen, jemanden berühren und der stirbt. Da ist es fast egal, wie viel ich, also was heißt treffe, aber... Ne, ich muss hier kein Draktarblade-Proc, glaube ich, gerade haben. Man hätte also auch für Yumus zum Beispiel gehen können. Yumus wäre wahrscheinlich klüger gewesen, aber naja, wir spielen ja Bahn-Card-Set. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Man könnte auch sagen, Spontan-Card-Set. Ja, weil es war jetzt nicht geplant. Die Spontan-Card bei euch absolut ab sofort im Handel. So, wie sieht's aus? Wir machen kurz Auge. Guck mal, Top-Lane ist lecker. 0-0, der will sterben. Abfahrt. Guck mal, sehr geil. Der wird nicht sterben. Der ist tot. Hier ist ein Red Buff. Mega geil. Nehme ich mit. So, den könnten wir töten. Der ist eigentlich 0-2. Wir könnten mal kurz Auge auf ihn machen. Wenn er jetzt hier kommt, machen wir einen kurzen Augen-Engage. Also ich glaube, wir pushen einfach durch. Immer schön dahinter und dann durch beide durch. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Komm, einer noch. Na, gut. Jetzt gehen wir Botlane. Ich bin nämlich schnell und das ist meine Stärke. Meine Stärke. Ich sollte von der Bahncard, Bahn-Dings gesponsert werden irgendwie eigentlich. So, der ist doch hier. So, jetzt hat er mich leider gesehen, was ein bisschen dumm ist. Aber wir verharren hier einfach. Lasst einfach, oder sollen wir da diven oder so? Na. Ja, ich meine, wenn die einen Pfeil macht, dann wäre ich drin. Ich weiß noch nicht, ob der, dafür haben wir mal Control Ward. Hat keinen Vision hier. Mach Auge und Pfeil. Go. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, ja, das war. Ja, ich dachte nicht, dass sie, aber ja, es war auch absprachemäßig scheiße, weil ich meinte nicht, dass sie sofort einen Pfeil schießen sollte. War vielleicht ein bisschen schwierig von der Absprache, ja? Ich meinte, sie soll den Pfeil erst... Sie soll reinpushen und dann den Pfeil schießen. Das war mein Plan eigentlich. Miscommunication kann passieren. Sollte nicht passieren. Kann passieren. Passiert. Gut, haken wir ab als passiert. In der Passiert-Liste. Nicht zu verwechseln mit der Passieren-Liste. Gut, das Problem ist natürlich, dass Weiger gerade Free Farm hat. Ich könnte ihn natürlich denyen, ich könnte mir platt machen, ich könnte... Naja, aber das weißt du halt, im Nachhinein weiß es immer besser. Hätte auch ein Double Penta Ultra Kill werden können. Weißt du im Nachhinein nie, so. Da ist Violence, ich habe leider keine W, ich habe leider keine Ult, ich muss schnell rennen. So, wir machen hier ein Ward. So dass ich weiß, wo sie... Okay, sie ist immer noch da unten. Wir könnten jetzt Top Lane direkt einen Gank machen, allerdings ist Top Lane keiner da. Wir könnten hier einen Vogel nehmen. Vogeldrehwurf! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte. Okay, danke. Vogel-Q! Wenigstens noch den kleinen bekommen. So.
Ja, Leute, da müssen wir jetzt, glaube ich, langsam mal gucken, dass wir den Boy hier töten, weil der maßt sich hier ganz schön was an. Finde ich ein bisschen anmaßend. Was hat. Er hat natürlich jetzt Stopwatch und einen Rodney. Wirklich? Einen Rodney? Sein Ernst? Warum hat der einen Rodney? Ja, das war ganz okay. Also, es war guter Schaden, wenn man berücksichtigt, dass er 1500 HP hat. Ich habe 1100. Aber er hat natürlich jetzt mittlerweile Rodney und wird sich jetzt dick farmen, wie so eine Raupe. Und dann wird er zu einem wunderhässlichen Schmetterling. Gut, ich gehe mal, glaube ich, eben gar nichts machen, weil ich brauche nur 100 Gold. Wir könnten aber nochmal Roaming Star Botlane probieren. Roaming Star. Das Gute bei Roaming Star ist, dass wenn ein Gank da ist, bist du auch da. Links kommt Weiger auch. Das heißt, hier ist einiges los, aber ich wäre da. Ich habe leider kein Ignite und das hier sieht ziemlich scheiße aus. Aber er schläft. Later! Slip! Slippity, 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 pippity, pip! Drehen und Auto-Tech! Schön! Schön, schön, schön! Schön, 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 schön! Ne, das ist fein, das ist schön, das ist fein, das ist schön, schön, schön. Gut, jetzt machen wir mal Draktarblade, weil ich habe langsam die Blades voll. Zack, da. So, auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Wie sieht's Toplane aus? 1-0 für Darien. Er hat Stundenglas. Bald irgendwann. Richtig nervig. Sind wir Full AD? Nee, Brand, mach mal mehr AP jetzt hier. Sonst kein Bock, dass hier Ninja Tabis und Armgard. Und was ist hier los? So, Draktarblade ist da. Schön. Ist auf jeden Fall schön. Richtig, richtig schön. Zack. So, okay. Was ist der Plan? Wie wäre es mit dem Infernalen Dragon? Ist wahrscheinlich nicht drin. Was wir machen könnten ist, wir können mal... Ah, ich habe cool dann auf Ultimate. Wir könnten sonst mal kurz gucken, ob der Blue Buff da ist. Reinlunsen nennt man das Ganze auch. Einmal hier reinlunsen und quasi ein bisschen Damage machen. Na, so ein bisschen Damage hier. Hätte ich jetzt Ultimate, wäre sie jetzt tot. Jetzt müssen wir allerdings gucken, dass wir nicht sterben. Wir sind nämlich tot, tatsächlich. Wir können aber auch ihn eben vergewaltigen. Ja, okay, ja, ich hätte auf meine... Ja, aber komm, Bull, mach... Ja, ist okay. Ist okay. Also, ja... Kann in den Ordner für okayische Sachen. Also, ich hätte meine Ult warten sollen. Ich wollte eigentlich eher... mein Plan war, ich wollte schon mal lunsen. Das ist ja lunsen, das heißt lunsen, nicht direkt all in. Und gucken, was so geht. Und dann warten, bis Vi kommt, so nach dem Motto. Und bis dahin wäre meine Ult ready gewesen. War die Theorie. Praxis ist, ich brauche mehr Cooldown. So. Ich würde immer Dirk zuerst kaufen. Weil lieber eine Ult weniger haben, aber das Ziel stirbt auf jeden Fall, als zwei Ults, wo keiner stirbt. Aber, weil ich so begeistert bin von meinen Fertigkeiten, weiß ich, dass die Person sterben wird. Merkt es euch. Hallo, kann ich? Oh Mann, ich wollte das von links nach rechts werfen. Und ich will den Blubber farmen. Geht weg. So, Toplane ist Action. Ich könnte da hin. Ich habe Ult. Ich habe noch einen Rache-Schwur offen. Aber ich glaube, der Darius killt da alles. Ja. So, was können wir machen? Hä? Töte den mal jetzt. Danke. So, Botlane könnten wir noch was machen. Weigers 03, Full Armor, Full Tank. Der ist also super uninteressant. Zack. Gib. Okay, Platten sind auch weg. Auch uninteressant. Wir gehen mal für Lucian. Pike ist auch hier. Wir können mal hier einen Ward platzieren. Ich denke mal, Lucian wird jetzt die Mitte verteidigen. Wir könnten mal kurz ein Rachegelüst auf Pike öffnen. Rachegelüst! Leidur! Du bist tot, Bruder. Spast. Ah, ich dachte, es wäre Pike, aber nein, ist er nicht. Ja, er hat sich in der Zeit so hoch geheilt. Er hat sich so stark hochgeheilt durch seine Passive, dass er nicht mehr gestorben ist. Ganz schön harsch. Und das hier ist auch ein bisschen harsch. Oh Mann, Leute. Ne, kurz mal zurück. Ich wollte, ne, hätte ich dir gehabt, wäre der gestorben, by the way, vielleicht. Möglicherweise ohne Möglichkeiten. Möglicherweise wäre der gestorben, der Boy. Ne, deswegen, Leute, geht Dirk. Das war einfach schon wieder eine Bestätigung. Geht Dirk. Ich wollte, dass ihr das auch nur mal live seht. Geht immer Dirk. Vielleicht wäre er auch nicht gestorben. Vielleicht wäre er auch nicht gestorben und jetzt habe ich meine Ult früher wieder ready. Man weiß es nicht, außer man guckt das Replay. Aber mache ich das? Nö, kein Bock. Report for Inting. Okay, gut, wer denn? Weiger. Ja, Mai. Ja, also nur weil ich gut spiele, heißt es ja nicht, dass er gleich intet. Ne, wenn ihr gegen jemanden spielt, wenn ihr gegen Faker spielt, der einfach besser ist als ihr.
Intet ihr dann? Ja schon, aber absichtlich? Ja vielleicht, weiß ich ja nicht, keine Ahnung. So, ich bin raus, Leute. Ich würde, sie ist auch halb AFK, ist das Problem. Ja, das Problem ist folgendes. Ich bin gestorben. Na, das Problem ist folgendes, ich wollte kurz mich an mein Quicksale-Seminar jetzt gerade erinnern und wollte sagen, Quicksale, ja oder nein? Und ich war die ganze Zeit, ja, Quicksale, Quicksale, Quicksale. Aber in meinem Gehirn war auch die ganze Zeit, Tobi, du bist eine gute Seele. Hilf dieser Person. Hilf dieser Ash. So, böser Engel, guter Engel. Helf ihr, verkauf sie. Geh einkaufen, verkauf sie und geh einkaufen. Helf ihr, sie ist nett. Sie gibt dir ihre Nummer. Verkaufen, verkaufen. Ja, und keine Ahnung. Und dann wurde ich gepiked. Sonst, wenn ich verkaufen gewesen wäre, wäre ich bestimmt nicht noch weiter weggegangen. So. Was können wir machen? Toplane ist Action, ich bin. Kommt scheiß auf Minions, Leute. Ganz ehrlich, am Ende interessiert niemand, wie viel Farm man hat. Interessiert nur, ob hier 10-2 steht oder 20-2. So. Komme. Perfekt. Bahncard Rengar. Z. Scheiße, er geht darüber. Mann, wieso bin ich so langsam? I'm supposed to be very fast. What the hell? Ich hab Moby Boots. Warum bin ich so langsam? Das ist doch Quatsch. Oh. Also ich plädiere auf Quatsch. Da ist er ja. Der ist ja full life. Wieso? Hä, was? Was träume ich oder so? Keine Ahnung. So, gut, aber ist okay. Stay tuned, stay focused, stay around. So, das ist unser Köder. Wir verstecken uns und sie ködert. Oder er. Okay, Köder ist aktiviert. Guck mal, Weigerspieler. Drücken einfach er. Ohne Witz. Einfach nur er drücken. Richtiger Weiger-Main. Ja, hier ist mir gerade ein bisschen zu heiß, Leute. Damit meine ich nicht Brand. Oh. Verkaufen! Ja, sorry, aber. Da muss ich. Leute, verkaufen! Ja, was? Nee, da kann ich auch nichts machen, Leute. Ihr rennt runter, da kann ich nichts machen. Sorry. Also, wer da reingeht, ist selber dumm. Sorry. Da könnte man, aber. Ja, Leute, ich meine, ist es my bad when you all in? No, jetzt gehen wir rein. Geil. Stört bitte. So. Getty Spaghetti. Bitte, Mama Sita. Er hat kein Mana. Er hat kein Mana und ich habe Rengar Boots, Moby Boots. Okay, er läuft auch nach unten. Bitte nicht mich angreifen. Fuck, jetzt bin ich wieder langsam. Stay away from me. Könnt ihr mal aufhören zu chasen? Frage ist, werden die mich jagen oder nicht? Und wenn ja. Wenn er hier drüber dasht, gehe ich einfach wieder rüber. Wadole! Aber er hat keine Mana, Leute. Wir töten ihn einfach. Wie wäre es, wenn ich ihn jetzt einfach töte? Ja, ich hätte nach unten laufen sollen. Weil nach oben ist immer so offensichtlich. Ich hätte einfach nach unten laufen sollen, dann wäre ich safe gewesen. Aber okay, er wird noch sehen. He will see. So, wir machen jetzt das und jetzt. Eigentlich jetzt ist die Frage. Eigentlich könnte man so Sachen kaufen wegen noch ein Ledelity-Item. Aber die stacken hier alle Amore. Deswegen gehen wir jetzt auf Black Cleaver, Leute. So, Yawmoth ist da. Ich bin schon ein bisschen am Enden. Aber, also, ja. Was macht eigentlich Ivan? Ich habe noch nichts von ihm gesehen. Haben wir schon Drake? Okay, Infernal, das ist gut. Aber den hat, glaube ich, Ash gemacht, oder? So, was ist hier unten los? Was ist hier unten los, Leute? Leute. Wir splitten erstmal ein bisschen Botlane. Ich habe ja extra die Attack-Speed mitgenommen. Finde die zum Splitten immer sehr, sehr geil. Ich bin kein Freund von Triumph. Kein Freund. Weiß ich nicht. So, können wir den töten? Potenziell, aber wir hoffen, dass der andere da nicht mehr da ist, der Luciano. Hey, wie schnell ist der bitte? Alter, ich hab ne fucking Bahncard. Und Luciano war noch da. Und er hat halt auch noch dieses Dopwatch, oder? Ja. Von daher. Ach, fuck das. So, ich würde sagen, wir pushen jetzt erstmal Botlane noch ein bisschen rein. Wir müssen jetzt halt mal langsam irgendwas machen. Das Game ist gerade super weird. Ich glaube, das Beste, was ich machen könnte, wäre mit Darius zu stayen. Einfach die ganze Zeit bei Darius, weil Darius ist sehr stark. Leute, wenn ihr climben wollt, spielt Darius. Darius ist immer sehr stark. Darius ist so broken. Einfach zu spielen, sehr effektiv. Kannst Full Tank gehen, machst trotzdem meisten Schaden. Z, gehst du Full Damage, machst trotzdem wenigsten Schaden.
Ja, also wenigstens nicht, aber... Ja. So, drei von denen sind tot. Einer ist oben, das heißt, wir können hier gerade ein bisschen pushen. Ja, hier zieht, böllert das Attack Speed halt auch gut rein, ne? Jetzt noch ein Sanguine Blade drauf und dann geht's ab. So, Blue Buff ist leider nicht da. Wir könnten aber eine Falle machen. Weil die wollen jetzt Dragon holen. Und vielleicht kriegen wir Luciano. Vielleicht. Was hat der? Rune King Ninja Darbys. Na gut. Ja, Bruder, ich meine, was ist das schon wieder für ein Dragon? Ich sehe schon wieder das Dollar-Verkaufzeichen in meinem Kopf. Ja, genau das meine ich nämlich. Es ist niemand da, außer die Gegner. Es ist niemand da, außer die Gegner. Ich meine, unser Jungler ist ein richtiger Inter, ey. Ich muss, ich meine, als Ivan den Dragon zu machen, das ist ungefähr, als wenn du mit Soraka Dragon machen willst. So könnt ihr euch das vorstellen. Und ich glaube, Soraka ist sogar noch doppelt so schnell. Aiga AFK. Dude, wir werden ihm eine Kurzerklärung, eine Standardsamtserklärung machen. Dude. You start Dragon while nobody is around. And you have zero damage. So, erstmal ein bisschen CDR. Zack. Zero. Ach kommt Leute, warum enden wir so? Stopp jetzt. Den da unten, den Clown, kriege ich auch. Also ich könnte den schon. Also er ist schon stark. Er ist auch 4-2. Kommt der noch? Kommt der? Kommt der? Nee. Ich brauche halt wirklich Cleaver gegen die, weil die halt hier alle Ninja-Tabis bauen, die Brudis. Armguards, Ninja-Tabis und all was dazugehört. Ich glaube, das gibt's im Starter-Paket. Das Anti-Armor. Der ist 9-3. Okay. Cool. Ja, ich dachte schon, wieder kriegt keine Kanone für mich. So, was machen wir? Was ist der Plan? Wen kann ich töten? Die sind alle schwierig zu töten, außer Vi. Ich glaube, Vi ist relativ einfach. Pike geht auch, aber Pike hat mittlerweile ein GA-Stundenglas-Ding-Teil und bald GA. Also, ja, ganz geil ist das alles nicht. Ich würde auf jeden Fall für Pike gehen, weil Pike ist Geld. Ja, okay, nehmen wir erstmal den Boy. Der meint, den Boy getten wir aber. Bruder? Stirb jetzt, danke, so. Bisschen Overkill, aber... Ja, Ivan tot. Da machen wir noch eine Compilation-Attacke. Hier machen wir noch einen Flash-Ignite-Auto-Tag. Und jetzt sind wir leider tot. Okay, Darius war leider nicht da. Hab ein bisschen auch meine Sachen gewastet. Vielleicht hätte ich auch kein Ignite mehr machen sollen auf Pike. Aber lieber so, als wenn er gar nicht stirbt. Black Cleaver ist ready. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt 40 CDR. Jetzt kommen nur noch Ocean Drakes. Wir brauchen noch Luciano. Luciano, Leute. Luciano ist der schlimmste von allen. Das ist ein Enter. Das ist ein Enter. Die müssen wir jetzt ignorieren, die beiden Enter. Der Lucian ist der Boy. Lucian und Pike. Er aber Lucian. Das Problem ist, dass unser Jungle halt komplett sinnlos ist und leider auch überhaupt nicht so richtig in unser... Also er passt okayisch ins Team. Er ist am besten, wenn er so Bruiser hat. Mit Darius geht das schon, aber er ist irgendwie nie bei Darius. Und bei Ashe ist es auch okay. Aber am besten sind so Champs wie Irelia, Jax, Fiora. Das sind Champs, wo... So, was machen wir? Wir sind schnell, wir scheißen auf den Boy. Wobei, also, wenn wir ihn töten, dann töten wir ihn. So, das ist so ein Grundsatzgesetz. Aber, wir müssen wirklich Lucian kriegen. Ich weiß nur nicht, ob wir das schaffen, weil Pike immer bei ihm ist. Okay, da ist er. Nein! Stirb! Danke, ist mein Geld. Mein Geld! Wo ist Pike eigentlich jetzt? Wo ist Pike? Da ist Pike. Der ist schon wieder Full Life. Total dumm. Nein! Okay. Okay, das ist fein. Der ist 0000, aber ich habe überhaupt keine Energie. Komm, gib mir. Ah! Wer pinkt denn bitte mich? Brent, was ist mit deinem Leben? Ich bin der Einzige, der nicht komplett intet. Also alle sind noch okay, außer Ivan. So, wir brauchen, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen, also ich würde sagen, wir gehen jetzt entweder Sanguine, das wäre ziemlich fein eigentlich, irgendwie so, dann könnte ich mal auch ohne Ult fighten. Oder Ditte. Gegen was hilft mir Ditte? Ditte würde mir gegen Pike helfen,
gegen seinen Stun, gegen Weiger Cage, den habe ich schon 1000 Jahre nicht mehr abbekommen. Ich glaube, wir gehen Ditte. Das wäre ziemlich gut, vor allem, wenn ich mal splitte. Ne, Ditte für Splitte. Wenn es überhaupt noch so lange geht. Man weiß es nicht. Ich glaube, dass außerdem Attack Speed so richtig schön viel dann in die Ultimate reinprügeln, ist auch nicht verkehrt. Wenn wir mal alleine sind, was wir nie sind, aber ist okay. Auf geht's, ab geht's, 150 Farm. Nice. Aber hier hat keiner Farm, Leute. Also, ja. Außer Darien, aber Darien hat 4 Kills. So. Was ist da oben los? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die sind alle da. Everybody is around. Very gefährlich. Drache kommt auch gleich. Wir machen mal hier ein Ward rein, das ist gefährlich. Mann, Leute! 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 Leute, 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 Leute! Ich könnte da rein, sieht keiner, aber dann komme ich da nicht wieder raus. Ja, das Beste, was ich jetzt, glaube ich, gerade machen kann, ist Pike zu töten irgendwie. Ja. Ja, Leute, unsere Drachenkontrolle ist leider minus 1000. Wenn die den nächsten rankriegen, wäre nicht geil. Wäre sehr ungeil, vor allem für mich. Ne, dann heilen die sich, dann überleben die noch besser. Können wir den nicht einfach mal bürsten? Mit einer Drahtbürste? Wäre das nicht möglich? Hä, der weiß doch, dass ich hier drin bin, oder nicht? What the fuck, wollte ich gerade sagen. Also teamfightmäßig, ich meine, die haben 2 Inter. Wir haben einen. Eigentlich müssten wir gewinnen, oder? Let's go 5 vs 5. Eigentlich müssen wir doch gewinnen, oder nicht? 2 Inter minus 1 Inter. Weiß auch alleine. Weiß, naja, sie ist nicht aus, sie ist aus Kunststoff. So. Ich glaube PET. Das heißt, sie ist nicht Turbo-Tanky, sie ist Makeable. Und jetzt gehen wir da einfach drauf, machen so, machen so. Machen, also sie hat halt Sterax, das wollte ich damit sagen. Let me go, let me go. Na, 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 na. Okay. Also ich habe legit nichts gemacht. Ist okay. Jetzt räumt natürlich Pike auf und wir haben alles auf... Okay, weiß doch, sie ist Hartkunststoff, Leute. Ein Duroplast. Ich glaube, Polyurethan ist sie. Polyurethan wahrscheinlich, ja. Oh Mann, obwohl, er hat mich nicht gesehen, oder? Guck mal, Weiger war nicht mal dabei, oder? Richtig harsch. Gut, Lifesteal haben wir am Start. We need... Alter, was ist hier? We need an arrow on... Pike or Lucian. Scheiße, ich glaube, ich werde engaged. Shit! No! No! Wer schreibt, verliert. Wer schreibt, verliert, Leute. Außer bei Ausbildungsberichten. Wer schreibt, der bleibt. Oh Mann! No! Mit Differenz, ja, ja. Ja, ja, aber ich bin smart, da lassen wir uns nicht drauf ein. Wobei er. Achso, nee, er meint, glaube ich. Achso, das ist Vi. Ich habe Vi gar gelesen. Ich glaube, er meint es. Oder flamet er mich gerade? Ich meine, nach der Sache könnte er mich flamen, aber. Ich meine, er ist 2000. Ja, weiß ich nicht, Leute. Das Game ist auch schwer zu besiegen, weil. Stundenglas. Bald ein Stundenglas. Sterax. Stundenglas. GA. Ah! Wie soll ich denn da jemanden töten? Also das ist halt wirklich, das mag ich an Set nicht, dass wenn, du brauchst halt einen richtig geilen AP-Champ. Guck mal, die haben null Magieresistenz alle. Brand macht schon voll Schaden. Und unsere Objective-Control ist halt minus 1000. 3000, 5000, 7000. Ja, keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben, weiß ich nicht. Aber unsere Teamfights sind halt auch kacke, ne? Wir haben keine wirklichen Teamfights so. Wie sieht's mit Leveln aus? Level 12, Leute. 12. Er ist Level 12, sie ist 16, Bruder. Also Level 14, 15, 14, 15. Wir sind überall so ein bisschen drunter, außer unser Jungler ist komplett out of space. Ja, schwierig. Leute, schwierig. Ja, mein Team fightet. Leute, die haben Baron gemacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, sie haben Baron. Oh Gott, okay, Leute. Ich glaube, ich setze ein Testament auf. Ja, ich glaube, wir haben verloren auch.
Ja, ich meine, Leute, aber manchmal hat man solche Games. Da sollte man sich jetzt nicht zu sehr dran aufregen oder so. Guck mal, jetzt wird das natürlich auf mich geschoben. Na, wir können natürlich sagen, they have Baron. Don't fight. Next time. Ja, ne, da, bei solchen Games hat man, da sollte man sich wirklich nicht drüber aufregen. Das passiert, das ist nicht schlimm. Da muss man Stärke beweisen und sagen, ja, passiert. Manchmal intet dein Team, manchmal intet dein Team auch anderes Mal. Das ist okay. Wir können nochmal, wir machen nochmal eine Erklärung hier auf dem Ball. Ja, ist okay. Ne, aber das ist eine wichtige Message, Leute. Es ist manchmal so. Da muss man jetzt nicht sagen, so, ne? Oder irgendwie, ne? Das bringt euch nichts. Einfach cool, chili, Vanille. Ist so. Ja, und damit, meine Freunde, verabschiede ich mich heute. Spontan-Card-Set ist leider nicht mehr erhältlich. Wurde aus dem Bahn-Bonusprogramm rausgenommen. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen. Ich habe euch lieb und bis dann.